So, da bin ich wieder. Nach ein wenig Training. Hoffentlich auch eine neue Beförderung. Ja, für den Arzt zumindest. Okay, dann. Ja, IQ für Talentpunkte und ein bisschen Dexterity, damit sie später auch mit den Gewehren schießen kann. So, und jetzt würde ich gerne zum allerletzten Mal nach, hier genau, raus im Westen, so, nach Quarz gehen und da die Hire-Funktion, also dieses Bestechen oder Anheuern oder wie auch immer man das übersetzen will, die Funktion nutzen bei dem. Achso, wir müssen die töten. So. Bei dem einen Typen im Kurthaus. Weil mir wurde von mehreren Leuten jetzt gesagt, dass ich den im Kurthaus brauche, um irgendwie das Auto kurz zu schließen. Was schon mal kein guter Anfang ist. Also das Spiel geht davon aus, dass. Was? Nichts ist in Reichweite. Jetzt läuft er auch noch weg. Seriously. Wir folgen ihn jetzt auf den Friedhof. Muss ich die Gewehre auspacken oder was? Er kann nicht weiterlaufen. Ja, das ist nee. Alle rauf da. Oh Gott. Also, dass das Spiel davon ausgeht, dass man solche Sachen machen muss, die ich persönlich jetzt nicht so leicht rauszufinden finde. Ja. Aber das ist halt der Charme von alten Spielen, dass man teilweise da Monate rumtüfteln muss und rumklucken muss, bis man irgendwann rausfindet, wie das denn geht. Also ich weiß noch, Technicracken habe ich damals mit meinem Vater über anderthalb Jahre gespielt und immer mal wieder neue Sachen probiert und neu anfangen müssen, weil man nicht genug Dollar hatte und sowas, ne? Aber damals hatte man auch nur 3-4 Spiele. Da nimmt man sich die Zeit dafür. Muss ich gucken. Also wenn ich das nicht in überschaubarer Zeit, ohne eine Komplettlösung, ohne immer wieder von euch Hinweise zu bekommen, das Spiel ordentlich spielen kann, den Base of Ice legen, da habe ich nicht die Geduld für und würde lieber irgendwas anderes machen. Das Kurthaus war neben dem Friedhof noch eingebaut gerade. War das nicht ein weißes Haus, das man von oben betritt? Nö, war es nicht von oben. Okay. Also es gab 2 NPCs. Einer war tot. Den sollten wir nicht umgehen. Und einer war an Zeller nichts gemacht. Das müsste. Dead man, the victim of torture, is tied to a chair. Den werden wir nicht rekrutieren können. So, der macht nichts. Jetzt müssen wir den Counter klicken. Mayor Petros. Hi, I'm Mayor Petros. Please rescue me. Continue. Oh, das ist aber ein sexy Mayor Petros. Hiya. Mayor Petros. Hiya. Mayor Petros. Hiya. Mayor Petros. Hiya. Mayor Petros. Yes. Thank you for rescuing me. Okay. Wir haben jetzt Mayor Petros und der hat so wie gar keine Constitution. Können wir dich ausrüsten? Hast du was dabei? Oh, du hast sogar was dabei. Und jetzt sind die Skills. Ups. Wow. Bürokratie 3, Confidence 3, Clip Pistol. Yay. Hat einer von euch eine Pistole dabei? Servomotor, Granate. Also du schon mal nicht. Hellraiser vielleicht? Was denn das? Ich hab den ganzen Schmarrn verkauft, ne? Ja, gut.
Wir haben ihn noch nicht dabei, um besser kämpfen zu können. Wobei, es wäre schön, NPCs zu rekrutieren, die auch ungefähr so stark sind wie unsere Ranger. Damit die Gruppe ein bisschen größer ist, damit wir immer noch gegen den Panzer bestehen können. Eine andere Sache, die ganz schick wäre, wäre eine unendliche Geldquelle. Theoretisch haben wir das in der Mine. Aber das sind echt erbärmliche Werte, die da rauskommen. Das dauert ewig. Mehr Pedros Gains, 20 Erfahrungspunkte. Kann man dich auch radioen? Hellraiser nichts wahrscheinlich, Theorik nicht, Teller nicht. Also ja, die werden als quasi Ranger rekrutiert und können auch Beförderung bekommen. Also davon mehr Leute werden. Aber es bringt nur, wenn wir genug Geld haben, sonst haben wir nicht genug für die Munition. Für noch mehr Leute als die jetzigen schon. Okay, was machen wir denn jetzt mit dem Bürgermeister? Ich habe ja meinen Schmierzettel hier. Gesagt, es muss irgendwo ein Tresor geben. Was? Also es muss irgendwo ein Tresor geben, aber wir haben doch schon überall geguckt. Bar.
angegriffen. Von Leuten, die anscheinend. Oh, der Bürgermeister natürlich. So. Encounter. Yes. Higher. No one is within range. Schade. Also den Headcrusher kann man nicht anheuern. So. Und dann... Who wants to disband? Tyrik. Tyrik. Wollte jetzt aufteilen, die Gruppe. Tyrik has been chosen. Tyrik darf in Servant Claw. Run, Tyrik. Run. Achso, die andere Gruppe kann jetzt machen. Attack. Bam. A teenage boy is collapsed in the corner with his head in his arms. Don't kill me, he cries. I'll tell you anything. You show him you mean no harm. He is shaken but will answer questions if he can. What do you want to talk about? Car. Have you heard about Ugly's gang at the courthouse? Talk to the Riddler north of the bar. Also im nördlichen Teil der Bar oder im Norden der Bar? No good shoe has weird riddles. Rory copied one right answer on one of the tabletops. Das will ich den Tisch checken. Sink are two women who stopped talking when you entered. One lady has been crying. Tyrik, evade, 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 evade. Yes. Higher. Okay. Wir können nicht die Frauen hier einsacken. Ja, evade, okay. Geht erstmal pieseln. War sie schon sehr lange nicht mehr anscheinend. Ja, es ist anscheinend nichts Besonderes, wenn Frauen auf Twitter weinen. Okay, hier leider nichts. Das mit dem Riddler könnte ein wichtiger Hinweis sein. Das heißt, wir müssen jetzt nur rausfinden, welcher von denen hier der Riddler ist. Und dann rausfinden, auf welchem Tisch eine Antwort ist, falls ich nicht selber drauf komme. Und ich hoffe mal, dass der was Besonderes sagt, wenn man ihn anrempelt. Ja, nur das da. Du bist ja so allein. Ich denke, der ist nicht in der Bar, sondern er ist außerhalb der
war. Die habe ich alle schon. Ja. Sondern er ist außerhalb der Bar im Norden. Also in irgendeinem der Häuser. Die Bar in dem Gebäude war schon mal nix. Fast auf die Schlange getreten, ja. Do you always walk in walls? Also ehrlich gesagt passiert das doch recht häufig. Was, ey?